In diesem Becken der Kläranlage Beiersdorf wird das abgepumpte Ölwassergemisch aus der Region getrennt. Seit Anfang der Woche fast 30.000 Liter Öl. Die Saugwägen bringen das Gemischwasseröl hierher, wird hier reingekippt und Öl schwimmt ja bekanntlich oben und wird hier mit diesen fließbelegten Förderbänden aufgefangen. Das Band, was nach unten geht, ist weiß, quasi das Öl ist nicht mehr drin und das nach oben ziehende Band hat eben Öl in sich, wird hier oben ausgedrückt und das Gemisch geht dann in diesen Ölabscheider rein, wird dann wegtransportiert und hat einen Wassergehalt von nur noch 10% etwa. Die Kosten tragen die Gemeinden. Allein die Reinigung der Kanalisation, durch die die Ölmassen geflossen sind, wird 300.000 Euro verschlingen. Doch nicht alles ist in der Kläranlage gelandet. Uwe Poprawa, Leiter des Wasserverbands, muss jetzt prüfen, wie viel Öl die Umwelt geschädigt hat.